Wer einen nahestehenden Menschen durch Suizid verloren hat, verliert oftmals selbst jegliche Lebensperspektive. Der Verein Trees of Memory hilft, symbolisch durch das Pflanzen eines Baumes der Erinnerung, aber auch in vielen anderen Lebenssituationen, die der Suizid den Hinterbliebenen aufbürdet. Aus eigenen Erfahrungen kennen wir die Gefühle, die bei Angehörigen im Todesfall durch Suizid aufkommen. Oftmals herrscht das Empfinden, allein zu sein, abgetrennt von anderen Familienmitgliedern, abgetrennt von anderen Menschen, ja, abgetrennt von der Welt. Wo findet man Verständnis für das, was in einem vorgeht? Bist du? Wir haben ein offenes Ohr. Am Telefon, per Mail oder auch persönlich sind wir der Ansprechpartner für die Angehörigen. Gemeinsam suchen wir ein passendes Hilfsangebot für die Hinterbliebenen, die in der Zeit der seelischen Not mit solch praktischen Anforderungen häufig völlig überfordert sind. Wir recherchieren und vermitteln Kontakte. Therapeuten, Psychologen, Kliniken, Selbsthilfegruppen. Auf Messen kommen wir mit Interessierten und auch Betroffenen ins Gespräch. Außerdem organisieren wir Gedenkgottesdienste, Facharztvorträge und Autorenlesungen. Besonders in Schulen möchten wir Suizidprävention einbringen. Ein Team von uns hat das Konzept für eine Doppelschulstunde erarbeitet, um so Schüler aufzuklären und zu sensibilisieren. Iris Pfister ist im Vorstand unseres Vereins tätig und hat für ihren verstorbenen Sohn Kevin einen Baum der Erinnerung gepflanzt. Mario Dieringer hat seinen Lebenspartner durch Suizid verloren und selbst einen Suizidversuch überlebt. Seit März 2018 ist er immer wieder zu Fuß unterwegs, um auf seinem Weg Bäume der Erinnerung an Suizidopfer zu pflanzen. Der Verein Trees of Memory übernimmt die Bestellung des Baumes und das Organisatorische zur Pflanzung für die Angehörigen. Jeder Baum der Erinnerung steht für einen Menschen, dem es nicht möglich war, im Weiterleben eine Perspektive zu sehen. Für einen Menschen, der Suizid begangen hat. Jeder Ast, jedes Blatt steht für ein Lächeln, einen Charakterzug. Jeder einzelne Baum ist gleichzeitig ein Zeichen der Hoffnung und der Entfaltung von neuem Leben. Die wachsende Zahl der Bäume der Erinnerung steht für die Hilfe durch die unterstützende Gemeinschaft unseres Vereins Trees of Memory.